Ich habe ja schon versucht gerade. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist Abreisetag. Wir sind jetzt kurz vorm Aufsprung. Die Koffer sind alle gepackt und unser Zimmer ist leer. Wir gehen jetzt noch mal kurz frühstücken. Komm, ich zeige euch noch mal das letzte Mal unseren Pool. Noch ganz leer. Und die wunderschöne Aussicht aufs Meer. Ach, ich bin ein bisschen traurig. Heute ist richtig schönes Wetter. Ciao. Ciao, ciao. Voll schön. Okay, los geht's. Ja, die haben guten Sauerstoff, die Leute, weil hier so viele Bäume sind. Zu Hause. Wir sind gut gelandet. Wir sind auch gestern schon gelandet. Also wir haben heute Nacht schon wieder zu Hause geschlafen. Hier ist totales Chaos. Ich habe natürlich schon die Koffer ausgepackt und die erste Maschine läuft schon. Aber guckt bitte nicht. Ja, hier ist richtig Chaos. Ich hasse das. Kinder habe ich zuerst gewaschen. Da Liza, da ist Luis. Schon die zweite Maschine. Es hätte, wie ihr wisst, ja jetzt auch mehr Wäsche sein können, weil ich habe richtig scheiße gepackt, muss ich jetzt auch echt mal zugeben. Ich habe so viele Sachen gar nicht eingepackt. Wisst ihr noch diesen Overall hier? Den habe ich eigentlich extra, überall liegt hier Wäsche, den habe ich eigentlich extra für den Urlaub gekauft. Moment, ich gehe zum anderen. Spiegel ist besser. Ist zu dunkel. Überall Wäsche. Boah, ich kriege die Krise. Also diesen Overall habe ich hier extra für den Urlaub geholt. Ich hatte auch noch den Hut. Extra den Hut hier mit den Muscheln und dann dieses gepunktete Kleid, was ich euch gezeigt habe. Das habe ich alles gar nicht eingepackt. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe auf jeden Fall auch meine Sonnenbrillen vermisst. Ich habe 2 Sonnenbrillen eingepackt. Voll blöd. Naja, ich habe heute schon wieder alle ausprobiert. Und so. Ich hatte die weiße jetzt an zu dem Outfit. Fand ich sehr schön. Ich bin doch im Nachhinein ganz froh, wieder zu Hause zu sein. Aber ich wollte euch noch mit Alex ein bisschen davon erzählen, was wir gut fanden, was nicht. Und wisst ihr, wer auch wieder da ist? Hier war sie drin, die kleine Maus. Holly! Bist du denn? Da! Da unten verkriecht sie sich. Aber sie war gerade schon wieder da, wollte schon wieder gebürstet werden und so. Also bei meinen Eltern kennt sie das schon, sie fühlt sich da sehr wohl und kennt sich da auch schon aus und so. Aber man merkt schon, zu Hause fühlt sie sich einfach am wohlsten, aber ist ja auch klar, ne? Ja. Ja, du hast toll gut gecheckt. Also wir wollten nochmal so ganz kurz, wir wollen uns wirklich kurz fassen. Und still auf den Punkt bringen, also wie wir so mit dem Urlaub zurechtgekommen sind, ob wir happy waren, was uns gefallen hat, was nicht, ob wir ein paar Tipps haben und so, habe ich gedacht, versuchen wir nochmal so ein bisschen zu erzählen. Man muss ganz kurz sagen, wir sind das erste Mal nach 10 Jahren, ne? 10 Jahre sind wir jetzt nach Amerika geflogen, immer in eine vertraute Umgebung, also das war das erste Mal, dass wir so eine Pauschalreise gemacht haben, ne? Also mein erster Tipp wäre, möglichst wenig mitnehmen an Bord. Ach so. Ja, weil wenn du so viele Sachen mit an Bord hast, die ganzen Taschen und so, und da unendlich viel drin ist und dann mit 2 Kindern. Handgepäck, meinst du? Ja, dass die Sachen so ein bisschen schneller zu griffbereit sind. Und nur das Nötigste, nicht zu viel mitnehmen. Ja, bei 3 Stunden Flug braucht man natürlich nicht so viel. Also ja, der erste Flug mit Liza war wirklich Horror. Der war wirklich sehr anstrengend, weil wir auch mit was ganz anderem gerechnet haben. Wir haben mit einem großen Flugzeug gerechnet, wo Luis auch Fernsehen gucken kann.
Und dann war das so eine kleine Minimaschine und Alex hatte keinen Platz, Liza hatte keinen Platz, sie konnte nicht schlafen und so. Jetzt sind wir darauf schon mal vorbereitet. Und der zweite Flug war auch wesentlich besser, ne? Der war besser, ja. Da waren wir, ja, wie du es schon sagtest, da waren wir besser vorbereitet. Da wussten wir, was uns erwartet. Ja, und von der Hotelanlage an sich, also wir waren im Greece Hotel, Marina Place, haben wir auch alles selber... Das heißt Greek Hotel. Greek Hotel. Greek Hotel. Okay, also haben wir selber bezahlt, keine bezahlte Werbung. Nee, Hotel war schön, Griechenland war auch sehr schön, also Kreta war auch sehr schön, muss ich sagen. Das Wetter war gut für die Zeit. Ja, war es war so ein bisschen wolkig, okay, aber... Zwischendurch geregnet nachmittags. Ja, aber nicht viel. Also die Anlage war sehr schön, es war so ein Familienhotel, ein reines Familienhotel. Und das war, wie fandst du's? Ja, ist natürlich beim Essen dann extrem laut, ne, wenn dann... Also es hat Vor- und Nachteile. Ja, also fast jede Familie war mit Kind da und dementsprechend war der Geräuschpegel dann am war Essen. War extrem laut. Auf der anderen Seite ist das, wenn man Kinder hat... War auch witzig. War auch witzig. Und es hat halt niemanden interessiert, wenn die Tischdecke schmutzig war, wenn was runtergefallen ist, wenn ein Baby geheult hat, wenn irgendwas nicht so funktioniert, weil wenn du in einem Restaurant bist und du bist die einzige Familie, dann stehst du schon mal schnell im Mittelpunkt und andere sind dann genervt und so, und da war das total egal. Was schön war, war das Essen. Ja. Das war also... Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie schlecht war oder alt oder aufgewärmt. Nee, es war immer Buffet. War immer Buffet und war schon frisch, ein Riesenausfall, stimmt. Das war echt gut. Nachtisch war unglaublich viel. Ja. Ich habe auch 2 Kilo zugenommen. 2 Kilo? In 10 Tagen? Also ich habe auch gesagt, wir starten jetzt unser Fitnessprogramm. Ich nehme euch da auch so ein bisschen mit. Ich diete bei 2500 Kalorien. Dai. Und... Gibt's noch was zu sagen? 40% Kohlenhydrate, so, 30%. Ich wollte noch was zu sagen. Warte noch mal. 30% Proteine und 30% Fett. Also okay. Fette so bei 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also, das Hotel. Wir waren direkt am Pool, hatten wir so eine Pool-Suite. Wir sind umgezogen. Ne? Mhm. Also, wir hatten ja vorher so ein kleineres Zimmer, das fand ich nicht gut, habe ich ja schon erzählt. Ja. Auf jeden Fall, was ich sehr blöd fand, die hatten erstens kein Babybecken. Und zweitens war das Wasser super kalt. Wir hatten keine Poolheizung, keinen Pool. Liza ist müde. Aber mit dem Schlafen hat das super geklappt bei Liza. Ne? Mhm. Ich habe im Urlaub besser geschlafen als hier zu Hause jetzt. Das war auch so, dass wenn wir vom Essen gekommen sind, das war auch immer so 8, 8:30, 9. Da ist dann einer mit Louis in die Kinderdisco gegangen und der andere ist dann mit Liza aufs Zimmer gegangen. Ja. Also ich kann nur von mir reden, ich habe Liza dann in die Mitte gelegt bei uns und dann ist sie direkt eingeschlafen. Und mit dem Essen hat das auch gut geklappt. Die hatten auch so eine Baby-Ecke, wo ganz viel Essen für Babys waren. Sie hat auch Brokkoli gegessen, Möhrchen und Kartoffeln. Liza ist eine gute Esserin. Liza hat auch die Tischdecke gegessen. Louis auch, aber für Louis war es halt auch zu kalt im Wasser. Da war auch eine Kinderbetreuung, da wollte er aber auch nicht hin. Bis auf den letzten Tag, da war er dann da. Und dann fand er es auf einmal total super. Und hätte am liebsten noch wer nochmals da gewesen. Ja. Naja, das ist so das Resümee. Wollen wir das nochmal machen? Ja. Was ich auch noch gut fand, ist, man konnte so einen VIP-Service buchen am Ende vom Urlaub, der dann so ein bisschen so die Abreise regelt. Also das war so, wir sind ganz normal zum Flugzeug hingefahren, aber da waren schon die Tags für unsere Koffer fertig und wir hatten im Prinzip einen vom Flughafen, der uns dann so da durchgelotst hat. Also wir mussten auch nirgendwo anstehen, wir konnten an den Schlangen vorbei zum Security-Check-In. Gar nicht lange gedauert und dann haben wir oben da in so einer VIP-Lounge gesessen und das war wirklich sehr angenehm. Das war gut. Das hat sich gelohnt. Also würdest du nochmal so ein Familienhotel machen oder lieber ein normales Hotel? Ja, ich glaube eher lieber ein normales Hotel. Familienhotel ist doch... Weil wir jetzt auch in der Hauptreisezeit fahren müssen ab nächsten Jahr, weil der Louis in die Schule geht, denke ich, dass vielleicht ein normales Hotel doch besser wäre. Okay. Guck mal, wie müde du bist, du kleine Mausi. Louis ist bei Oma und Opa übrigens. Der hat Oma und Opa so vermisst. Und weil ich Holly abgeholt habe, ist er direkt da geblieben heute. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao! Was denn? Sag doch mal richtig Tschüss.
Ciao. Ciao. Was macht der Papa? So bescheuert. Du. Ich habe ja schon versucht gerade. Ah!